Neustart, Aufbruch, sich weiterentwickeln, kreative Lösungen finden. Wenn bei diesen Dingen bei dir ein gutes Gefühl kommt, dann wirst du mit diesem Video eine große Freude haben. Denn ich habe ein Element eingebaut, das wird dich begeistern. Wenn du auch weiterhin dynamische Videos sehen möchtest, dann abonniere diesen Kanal mit der Glocke. Wir finden in diesem Video Klarheit. Ist es jetzt Zeit für mich persönlich, also für dich, einen nächsten Schritt zu gehen oder einfach abzuwarten? Und wenn ein nächster Schritt zu gehen ist, welcher ist zu gehen? Was ist jetzt zu tun? Wie sollte ich mich jetzt verhalten? Was ist jetzt die richtige Entscheidung? Wir sind hier in Tirol auf ca. 1400 Meter Seehöhe. Und das ist ein wunderbares Beispiel für das, was ich in diesem Video meine. Bei uns leben sehr viele Menschen vom Tourismus und auch in anderen Regionen leben sehr viele Menschen vom Tourismus und dieser steht momentan auf Null. Und jetzt wären die goldenen Zeiten für Kreativität, das Ganze neu weiterzudenken, weiterzuentwickeln. Und ich merke, bei uns gibt es sehr viele Menschen, die warten jetzt einfach, bis diese Krise wieder vorbei ist und dann geht es wieder weiter. Hoffentlich ist es so, aber vielleicht ist es doch nicht so, vielleicht ist es ganz anders. Darum, jetzt könnten wir die Zeit nutzen. Goldene Zeiten für Kreativität hat sich eine junge Truppe in Kärnten zum Motto gemacht. Die haben einen Filmtrailer gemacht für den Tourismus. Und das ist ein schönes Beispiel, wie man sieht, dass man das Ganze jetzt neu denken, weiterdenken kann. Und was bedeutet das für dich? Und in diesem Trailer hörst du die Aussage Thinking out of the box. Und wie man jetzt Klarheit finden kann, ob man jetzt einen nächsten Schritt machen sollte und wenn ja, wie? Diese Frage beantworten wir nach diesem Trailer. Who doesn't know it? You miss the forest for the trees. I used to have my future pretty well thought out. Build my career where everything's buzzing, bursting with life, in the chaos of the big cities, where anything goes and everything exists. But why did it start to feel almost like there was too much of everything? I built myself a life that just didn't fit me at all. I had to change something. Back then, I traveled to Corinthia just to clear my head, just to break out of everyday life and feel truly free again. Corinthia felt so calm, but at the same time so full of life. It was a completely new feeling for me. So much space, so many colors, new smells, new experiences for all my senses. So much clean water. A place for cultures to meet within a short distance. A place with logistical advantages. Up north, down south. There are very few places like this, where all of this is united. My journey of culinary discoveries began. Traditional dishes, modern dishes, with ingredients whose excellent quality I could taste. I was really enthusiastic about the responsible food and nutrition culture in Corinthia. I met people that managed to turn this passion into a profession. People that took life into their own hands. These first days here in Corinthia opened my eyes to a completely new way of living. I realized that having a good work-life balance here could net me an equally good future. Now I understand why so many high-tech companies move here and invest in Corinthia, in its education offerings and possibilities, and in its people. Its leisure opportunities, healthcare, its jobs for innovative, skilled people in cutting-edge technologies, its good infrastructure, all of that is here. Now I understand why science and development start to become more and more location independent in these times of 5G. And at the same time, support startups. The people here are willing to co-create. They are readily going the extra mile and thinking outside the box. I discovered as much as I could, tried to find out what would enrich my current way of life. Those days in Corinthia opened my eyes to a more livable future. I made up my mind and decided to move here. And finally found enough, well, space for my life and career. Corinthia, it's my life. Und jetzt, wie versprochen, die zwei wesentlichsten Impulse, damit du Klarheit findest, und zwar für die Frage,
Ist es jetzt Zeit, aufzubrechen? Und die zweite Frage, welche Schritte sind jetzt notwendig? Was ist jetzt zu tun? Wie findest du hier die richtigen Antworten? Zum ersten Punkt. Ist es jetzt Zeit aufzubrechen? Ist es Zeit, jetzt neu durchzustarten? Wie findet man hier die Antwort? Indem, dass man hinschaut oder mehr hinfühlt. Das heißt, fühle dich mal in dich hinein. Nimm mal deine Intuition ganz bewusst wahr. Dein Internetz. Verbinde dich mit deinem Internetz. Deine Intuition hat ganz klare Informationen. Das heißt, wenn es dich von innen her zu einer Idee drängt oder dich schiebt es oder dir kommen immer wieder die gleichen Ideen in den Sinn, dann geh diesen Dingen nach. Du wirst merken, am Anfang sind diese Dinge ganz kleine Pflänzchen. Aber wenn du diese Dinge ein bisschen anvisierst, das heißt fokussierst und diese Dinge immer mehr Aufmerksamkeit gibst, nachher werden diese Pflänzchen immer größer und die Türen gehen auf. Und dann gehst du durch diese Türen durch und du wirst merken, immer mehr Türen gehen auf. Und dann wirst du merken, so eine Krise war die goldene Zeit für deinen nächsten Schritt, für deinen Durchbruch, für deinen Neustart. Der zweite Punkt, wie findet man heraus, welches die nächsten Schritte sind? Indem, dass du lernst, eine Krisensituation ganz wertungsfrei zu beobachten. Du schaust einfach auf die Situation drauf. Du bewertest sie nicht. Und dem Moment, wo du aus der Wertung draußen bist, fließt dein Informationsfluss weiter. Das heißt, du bist nicht blockiert. Du nimmst Informationen wahr, auch von außen. Du bist komplett offen. Und dann stell offene Fragen. Stell offene Fragen in den Raum. Und frag dich, was ist der nächste Schritt? Und lass diese Frage einfach mal stehen. Und du wirst merken, auf einmal kommt die Antwort. Entweder von außen, ganz zufällig, oder auf einmal hast du den Impuls oder die Idee. Vielleicht wachst du in der Früh auf und auf einmal hast du die Antwort für die Frage. Und auf einmal hast du Klarheit, ja genau, das ist zu tun. Also stelle die offene Frage und lerne darauf zu warten, ohne zu warten. Du weißt, was ich meine. Lass es einfach zu, die offene Frage stehen zu lassen. Und in diesem Video zeige ich dir die 5 wesentlichsten Punkte, damit dieses Jahr für dich zum allerbesten werden kann. Ich freue mich aufs nächste Video. Vierti Servus, mach's gut.